Mandelnuss, Schokiguss, Puderzucker, ein Schuss Alkohol. Und jeder Atemzug ist wintermäßig eingehüllt in Sugar Dust. Mandeln mischen mit dem Puderzucker und der dunklen Schokolade, damit der Brunsli-Teig auch wirklich super süß und dunkelschockig schmeckt. Das Problem ist das Maß an Feuchtigkeit. Ich hoffe mal, dass kein Blech mit Brunsli-Teig zu Staub zerfällt. Oh mein Gott, vielleicht das Beten hilft. Da muss noch Wasser in den Teig rein. Staubtrockne Gutzli sind ein Nein, Nein. Und wenn's gelingt, das Zeug zu formen, dann kann Weihnachten endlich kommen. Vielleicht bin ich nur etwas beschwipst vom Alkohol. Und seh die Brunsli prall schon glänzen, war womöglich irgendwas im Tee. Das Problem ist das Maß an Feuchtigkeit. Ich hoff mal, dass kein Blech mit Brunsli-Teig zu Staub zerfällt. Oh mein Gott, vielleicht das Beten hilft. Da muss noch Wasser in den Teig rein. Staubtrockne Gutzli sind ein Nein, Nein. Und wenn's gelingt, das Zeug zu formen, dann kann Weihnachten endlich kommen. Ist Schoki die Antwort? Schoki die Antwort? Ist Schoki die Antwort? So viel Fragen und Stoff zum Grübeln. Schoki ist die Antwort. Schoki die Antwort. Schoki ist die Antwort. Wer wird da schon fragen nach der Frage? Oder zählt am Ende Kalorien? Da muss noch Wasser in den Teig rein. Staubtrockene Kurzli sind ein Nein, Nein. Und wenn's gelingt, das Zeug zu formen, dann kann Weihnachten endlich kommen.